Es ist eine Tat, die die Menschen bewegt hat. Der Bürgermeister der kleinen Stadt Altena wurde am Montagabend mit einem Messer brutal angegriffen. Er hat sich seit Jahren für Flüchtlinge eingesetzt und die Staatsanwaltschaft vermutet dahinter das Motiv für den Angriff. Er hat aber auch beklagt, dass seit vielen Jahren schon Polizisten, Politiker, auch Rettungssanitäter Opfer werden von Hetze, Hass und tätlichen Angriffen. Andreas Holstein ist heute unser Gast. Das Thema bei Sandra Maischberger. Die Messerattacke von Altena. Verrot unserer Gesellschaft? Unsere Gäste. Andreas Holstein. Trotz der Attacke hat der Bürgermeister von Altena Mitleid mit dem Attentäter. Er sagt, die wirklichen Täter sind die Brunnenvergifter, die man auch aus den sozialen Netzwerken kennt. Bundesjustizminister Heiko Maas verurteilt die zunehmenden Angriffe auf Politiker, die sich für Flüchtlinge einsetzen. Der Sozialdemokrat warnt vor den rhetorischen Brandstiftern der AfD. Erst fällt die Hemmschwelle bei Worten, dann bei Taten. Alice Weidel, die Fraktionsvorsitzende der AfD, verwahrt sich gegen solche Vorwürfe. Sie kritisiert dagegen, die eskalierende Gewaltspirale von Migrantenkriminalität in unserem Land wird totgeschwiegen. Der Kriminalitätsforscher Christian Pfeiffer sieht keine generelle Verrohung der Gesellschaft. Er sagt, die Gewalt nimmt ab, außer bei Rechts- und Linksradikalen sowie Islamisten. Und Jan Fleischhauer, der Spiegelautor, kann nicht erkennen, dass die AfD Schuld an der Attacke in Altena trage. Er sagt, es hat schon immer Verrückte gegeben. Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Sendung. Altena im Sauerland hat 18.000 Einwohner. Es ist die Art von Stadt, wo man sich noch kennt. Andreas Holstein ist hier geboren. Er ist seit 20 Jahren Bürgermeister. Er hat berichtet, dass er schon seit längerem bedroht wurde und Anfeindungen erlitten hat. Aber für ihn kam diese Attacke wie aus heiterem Himmel. Montagabend, Altena im Sauerland. Gegen 20 Uhr will Bürgermeister Andreas Holstein für sich und seine kranke Frau Essen in einer Dönerbude holen. Dort spricht ihn ein 56-jähriger betrunkener Mann an und kritisiert seine Flüchtlingspolitik. Plötzlich greift er Andreas Holstein mit einem Küchenmesser an. Nur mit Hilfe der beiden Imbissbesitzer kann sich der Verletzte befreien. Die Polizei nimmt den Täter fest. Andreas Holstein ist sich sicher. Ich hätte sterben können. Herr Holstein, das ist erst vorgestern gewesen. Gestern haben Sie eine Pressekonferenz gegeben. Sie wirken sehr gefasst. Wie geht es Ihnen? Geht mir den Umständen entsprechend gut. Körperlich habe ich nicht viel mitbekommen. Auch wenn das manchmal anders in dem Medien-Dschungel wiedergegeben worden ist. Aber natürlich bleibt Angst. Es bleibt die Erinnerung an die Situation mit einem Fleischermesser vor der Kehle traktiert worden zu sein und mit den Worten, ich bring dich um, du gibst mir nichts mehr zu trinken und du hast 200 Menschen in die Stadt geholt, Ausländer und das mehrfach in Stereotypen, das lässt natürlich Spuren, nicht Spuren darin, dass ich nicht sprechen kann, nicht Spuren darin, dass ich mit Verband hier sitze, sondern Spuren, die eher da liegen und die man verarbeiten muss. Was sind das für Spuren? Ja, ich kann ein Beispiel heute Nachmittag nennen. Ich war heute bis nachmittags im Rathaus und habe versucht, so die normalen Sachen, die dort liegen und die kein anderer macht, weil keine Vertretung da ist in so einem kleinen Haus, zu tun. Und danach wollte ich nach Hause gehen, so wie ich es jeden Tag mache. Es war kein Gang wie normal. Ich hatte eigentlich das Gefühl, nimmst du vielleicht besser den Dienstwagen? Und dann habe ich doch gedacht, ich gehe, weil ich muss wieder gehen. Ich glaube, das ist ganz normal und ich bin alter Sportler. Und ich glaube, da muss man einfach auch nach Niederlagen, und natürlich ist das eine Niederlage, wenn man in so einer hilflosen Situation war, auch wieder Normalität zulassen. Aber es bleibt ein komisches Gefühl, wenn Sie über die Straße gehen, oder wie war das? Und nicht nur für mich, sondern auch für die Familie. Und ich habe heute einen Anruf von Frau Reker gekriegt, die natürlich viel stärker betroffen ist. Kölner Bürgermeisterin, die ja auch mit einem Messer schwerst verletzt war. Das ist sicherlich auch qualitativ eine ganz andere Hausnummer gewesen. Aber die seelischen Folgen und die Probleme, die man dann auch für sich damit hat, weil man tut ja etwas für andere, egal welcher politischen Couleur man angehört,
die sind durchaus scheinbar ähnlich, kann ich nach dem heutigen Gespräch sagen. Sie haben gerade die Verletzung erwähnt. Im Netz kursierte, glaube ich, deshalb ein bisschen eine Verwirrung, weil in einer frühen Polizeimeldung es hieß, Sie hätten eine Verletzung, die 15 cm lang ist. In Wahrheit ist sie 5 cm lang. Aber es ist eben kein tiefer Schnitt, sondern eben einer, der deshalb nicht so tief geworden ist, weil Sie sich wehren konnten. Oder habe ich das falsch verstanden? Genau, so war es. Ich bin traktiert worden mit dem Messer von hinten und habe mit meiner rechten Hand dann das mit dem Messerarm gegriffen und mir vom Hals weggehalten. Und der Täter hat natürlich Gegenkraft aufgewandt, um das Messer wieder... Das war eindeutig ein Kampf. Und ich kann auch definitiv für mich sagen, wenn die beiden Vater und Sohn Demir nicht gewesen wären als Imbissbudenbesitzer und die sich dann an den rechten Arm mit dem Messer gehangen hätten und ich hätte die linke Hand gehalten, ich sehe es heute definitiv nicht hier. Ob ich das überlebt hätte, kann ich nicht sagen. Das ist dann Mutmaßung, aber... Das klang alles so, dass ich es auch wahrscheinlich nicht überlebt hätte. Ist Ihnen dieser Täter denn vorher aufgefallen, als Sie, glaube ich, auf dem Nachhauseweg, die Frau liegt krank zu Hause, Sie machen noch einen Stopp bei der Dönerbude, um beiden etwas zu essen mitzubringen. Ist Ihnen da was aufgefallen an diesem Mann? Nein, er stand neben mir und das Einzige, was ein bisschen auffällig war, dass er öfters mal rübergeguckt hat zu mir. Und dann hat er einfach nur die Frage gestellt, die ich tausendfach in den Berufsjahren, die ich auf dem Buckel habe, kenne. Sind Sie der Bürgermeister? Und dann ist meine Standardfrage, wieso? Weil dann kriegt der Mensch gegenüber die Möglichkeit zu erklären, was ihn bewegt und warum er mich da anspricht. Und das ist normalerweise dann eine Frage von Hausmüll oder Schlaglöchern in der Straße. Und daraufhin kam nur ein Griff wortlos in die Tasche und ein Fleischermesser streckte sich mir entgegen. Und da nützen auch im Netz verbreitete Meldungen, ich sollte die Armlänge Abstand einhalten. Nichts, die hatte ich, um das noch mal ganz deutlich zu sagen. Das ist aber, glaube ich, einfach nur Häme. Also ich weiß das ist Häme, nicht, aber ich glaube, das zeigt das Thema auch, dass ich von dieser Häme mehrere E-Mails bekommen habe, teilweise auch gleichlautend. Dass ich auch E-Mails bekommen habe, neben ganz, ganz vielen wunderbaren, mitfühlenden E-Mails, die viel, viel wichtiger für mich sind. Zahlenmäßig vielleicht von 520. In denen gesagt worden ist, schade, dass das nicht vollbracht hat. Und bis hin auch zu heute einem Schreiben, was ich der Polizei übergeben habe, weil da wohl auch für mich als Jurist offensichtlich ein Straftatbestand erfüllt ist. Und was ist das? Sind das Drohungen? Sind das, wenn Sie mit dem Leben bedroht? Nochmal nach dieser Situation? Verbal mit dem Leben bedroht, jetzt weniger, aber der Hinweis eben auf schade, dass es nicht erfolgreich war bei Ihnen. Oder der Hinweis, dass, um das deutlich zu sagen, Frau Weidel kann nichts dafür, aber eine Dame hat mir geschrieben und hat gesagt, ich bin aus Protest gegen die Altparteien AfD-Wählerin und werde das bleiben. Und die da mit dem zynischen Satz endete, wenn Ihre Frau Deutsch kochen würde, bräuchten Sie nicht zum Döner gehen, dann wäre das nicht passiert. Mhm. Das sind einzelne Menschen, das ist nicht die Verantwortung von Parteien, aber ich kann nur sagen, wenn so mit Menschen umgegangen wird, egal ob da jemand von der AfD betroffen ist, von der CDU betroffen wird oder von anderen Parteien betroffen wird, dann machen wir in diesem Land was falsch. Und darauf möchte ich aufmerksam machen. Ich habe freiwillige Feuerwehrleute, ich bin selbst freiwilliger Feuerwehrmann, die mir berichten, und ich habe es auch selbst gesehen, dass da Absperrungen eingerannt werden, nur um Videos von brennenden Häusern zu machen. Wir alle kennen die Gaffer-Szenen, sehen, dass an hilflosen Menschen, die im Blut liegen, vorbeigefahren wird. Und das ist eben auch nicht eine Frage von Kriminalstatistik, sondern es ist für mich eine Frage, wie wir miteinander umgehen, was man früher unter guter Stube und Erziehung verstanden hat. Ihre Ehefrau hatte gewarnt davor, dass sowas passieren könnte. Stimmt das? Sie haben das, glaube ich, irgendwann mal gesagt. Ja, das stimmt. Und es fällt mir zwar nicht so einfach, das einzugestehen. Wir haben darüber natürlich gesprochen, weil Altena durch die Mehraufnahme von Geflüchteten im Fokus stand und natürlich auch damals schon sehr viele Mails kamen. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, die waren alle sehr freundlich. Und meine Frau hatte Angst, dass da was passiert und hat gesagt, es wird über Gewalt verbal geäußert hinausgehen. Das heißt, es gab Bedrohungen schon? Ja, natürlich gibt es Bedrohungen. Ja. Aber eben solche, die Sie ernst nehmen mussten, wo Sie dachten, aus einer verbalen Bedrohung wird vielleicht auch tatsächlich ein Angriff, oder hat nur Ihre Frau das Gefühl gehabt, das könnte so kommen? Nein, es hat auch E-Mails gegeben, die ich selbst zum Staatsschutz gegeben habe. Es hat auch E-Mails gegeben, die in der Grenzregion standen und also zwischen ganz, ganz ernsthaft und
Man hat ja so ein Gespür dafür, wer da schreibt, aber es ist so gewesen, dass das da war. Ich habe allerdings auch ehrlich gesagt die Gefahr nie aus meiner Stadt gesehen, weil ich geglaubt habe, auch wenn es da Menschen gibt, die eine andere Auffassung haben, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die Menschen bei uns in einer Kleinstadt so etwas tun. Das hat man dann eher in Köln, in der Anonymität oder in Berlin verortet. Ohne jetzt da das jetzt auf eine Stadt zu fokussieren. Ja, und das heißt, Sie waren eigentlich mit einer gewissen Sorglosigkeit in der Stadt, in der Sie ja geboren sind, unter Ihren eigenen Bürgern und ohne Personenschutz gegangen. Das ist auch der Bogen, den ich vorhin mit dem Gang nach Hause meinte. Ja. Man hat so eine Art Urvertrauen. Im Sport kennt man das als Partnerübung. Jemand lässt sich fallen, der andere fällt einen auf. Das ist das Schlimmste, was passieren kann, dass dann der Partner in dem Moment wegguckt und man fällt auf den Allerwertesten, weil dann hat man Schwierigkeiten, so eine Übung noch mal zu machen. Und ähnlich ist das in dieser Situation. Mhm. Natürlich gab es gestern Abend eine Lichterkette in Altena. Ich war begeistert davon, dass 350 Menschen mindestens sich da bereit gefunden haben. Und ich sage noch mal ausdrücklich Danke dafür. Aber das waren natürlich nicht Menschen, die nur ihren Bürgermeister unterstützen wollten, sondern es waren Menschen, die zeigen wollten, wir stehen für eine andere Art des Umgangs in unserem Gemeinwesen damit, egal wo wir stehen. Wir wollen über die Frage, die vielleicht der Auslöser dieser Tat war, nämlich also die Ihre Flüchtlingspolitik auch noch sprechen. Aber was wissen Sie mittlerweile über diesen Täter, über den Hintergrund? Ja, man stellt sich natürlich in der Kleinstadt dann Fragen und erstens kann ich sagen, dass der Täter wohl offensichtlich nicht viele Sozialbeziehungen nach außen gehabt hat. Zweitens weiß ich heute durch Recherchen anderer, auch der Medien, dass er wohl offensichtlich auch bei Menschen, die einen Migrationshintergrund im Umfeld hatten, als nicht freundlich gegenüber Menschen, die aus anderen Ländern kommen, aufgetreten ist. Er hat offensichtlich wohl ein Alkoholproblem gehabt. Er ist aber auch, um das deutlich zu sagen, 4 Promille gehabt, als er auf Sie. Das weiß ich nicht. Das wird einem auch nicht gesagt. Und das ist auch Aufgabe des Rechtsstaats, das abzuarbeiten. Ja. Aber deutlich kann ich sagen, er hat keinerlei Einschränkungen gezeigt für mich aufgrund des Alkoholgehalts. Und wenn ich heute in beiden Oberarmen Muskelkater habe, kann ich Ihnen sagen, wovon der kommt. Mhm. Wenn ein Maurer zupackt, dann muss man sich anstrengen. Und wir drei, die beiden, Vater und Sohn Demir, genau wie ich auch, haben uns danach erstmal in den Arm gelegen und haben dann gesagt, was war der kräftig? Und konnten uns das nicht erklären, weil es eigentlich ein schlaksiger, großer Mann war. Und das ist klar, wenn man einen Beruf hat, der im Handwerklichen liegt, dann ist man natürlich so ein Schreibtischtäter wie mir auch kraftmäßig überlegen. Was man lesen konnte bisher, auch dieses wird Gegenstand der Ermittlungen sein, aber das bisschen, was man weiß, dass der Mann eben ein gelernter Maurer, aber eben arbeitslos war, die letzte Stelle eben nicht mehr gehabt hat, dass er das Haus, in dem er wohnte, oder die Wohnung, in der er wohnte, dass es ein Eigenheim war, dass er aber offensichtlich in finanziellen Schwierigkeiten war und ihm das Wasser abgestellt wurde, was diesen Satz vielleicht erklären würde. Also uns dreht er, mir dreht er das Wasser ab und den Flüchtlingen und dafür holst du Flüchtlinge rein. Ja, ich glaube auch, dass das der Auslöser sicherlich die Frage war, dass der Situation, dass das Wasser abgedreht worden ist. Bei ihm zu Hause. Das nehme ich auch so an, dass es eine Kurzschlussreaktion war. Alles andere wäre auch nicht erklärbar. Aber sie wurde dann verbunden in dem Ausruf mir gegenüber, ganz klar mit dem Zusammenhang, dass das wiederum konterkariert mit der Aufnahme von Geflüchteten. Ich übersetze das jetzt mal so, wie ich es in der Situation empfunden habe. Für die tut ihr alles, für mich tut ihr nichts. Und ich kann auf Deutsch gesagt in Anführungsstrichen verrecken. Das ist das Verwerfliche aus meiner Sicht, weil das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ich habe dem Mann auch noch zugerufen, machen sich selbst nicht unglücklich. Und auch der jüngere Imbissbudenbesitzer hat so davor gestanden und versucht, den Mann noch zur Vernunft zu bringen. Wir haben alle Deeskalationsmöglichkeiten versucht zu spielen, die jemand kennt, der 18 Jahre in der Kommunalverwaltung ist. Aber ehrlicherweise, es war todernst. Warum haben Sie 48 Stunden oder keine 48 Stunden danach gesagt, Sie haben Mitleid mit diesem Mann? Weil ich das Mitleid mit diesem Menschen ehrlicherweise, ich habe es meiner Frau direkt zu Hause gesagt, als wir aus dem Krankenhaus kamen, in dem Moment hatte. Ich glaube nicht, dass dieser Mensch das, was er da tat, in der Form intellektuell durchdrungen hat. Ich glaube, dass
dass eher Argumentationsmustern aufgesetzt ist, die vielleicht auch gar nicht jetzt mit dem Ziel, ihn so zu missbrauchen, im juristischen Werkzeugsinne gedacht waren. Aber er ist im Prinzip einem Strickmuster aufgesetzt, an allem sind die geflüchteten Menschen schuld. Und das ist traurig. Wir suchen ja in unserer Gesellschaft nicht nur in dem Bereich immer Sündenböcke in bestimmten Bevölkerungsgruppen. Und ich glaube, das muss aufhören. Man muss wieder anfangen, in der Diskussionskultur hart zu diskutieren, aber auch dezidiert zu diskutieren. Und das kommt heute zu kurz. Sie haben in der Pressekonferenz gestern vielleicht als Ursachensuche versucht, die Stimmung zu beschreiben, vor deren Hintergrund dieses passiert ist. Sie haben von einer vergifteten Stimmung im Land insgesamt gesprochen. Wir wollen ganz kurz uns einen Ausschnitt aus dieser Pressekonferenz anhören. Fast jeder Kollege, jeder ehrenamtliche Ratsherr, der sich für Mitmenschen einsetzt, egal ob es deutsche oder geflüchtete Menschen sind, erlebt mittlerweile in den sozialen Medien Hass und auch Bedrohungsszenarien. Der Umgang auch im Streit kommunal, nicht nur um das Thema Flüchtlinge, wird immer härter und immer rücksichtsloser. Wenn Sie mich danach mittelbar fragen, ist das auch ein Werteverfall in unserer Gesellschaft? Ja. Ich glaube, dass das Gift, was Menschen sehen, über die sozialen Medien im Wesentlichen Eingang in simple Gemüter findet. Als solchen würde ich auch den Täter beschreiben. Dieser Mensch ist für mich nicht der Täter, sondern ist derjenige gewesen, der durch Brunnenvergiftung zum Täter geworden ist oder der Werkzeug war, je nachdem, wie Sie es wollen. Das Wort Brunnenvergiftung haben Sie erwähnt. Sie haben gerade auch schon mal von der AfD geredet. Sie haben auch in dieser Pressekonferenz von der AfD geredet. Inwieweit glauben Sie denn, dass diese Art von Stimmung auch eben durch solche Äußerungen dieser Partei oder derjenigen, die mit ihr sympathisieren, hervorgerufen werden? Also erstmal glaube ich, um ehrlich zu sein, das sollten wir sein und auf kommunalpolitischer Ebene diskutieren wir anders. Zur Wahrheit gehört auch, dass die AfD-Fraktion im Landtag NRW ausdrücklich sich an mich gewandt hat mit dem Hinweis, wir hoffen, dass Sie bald gesunden. Und ich habe in keiner Form die AfD als Partei angegriffen, sondern ich habe nur so, wie ich es auch gerade berichtet habe, von einer Zuschrift einer AfD-Wählerin, und das bitte ich zu differenzieren, auch ausdrücklich, weil das gehört zur Fairness dazu, gesprochen. Und natürlich sind Argumentationsmuster in dem Streit um Flüchtlinge geeignet, zeitgleich mit einem sozialen Dilemma, was wir sicherlich in Teilbereichen haben, aber nicht in der Dimension, in der das in den sozialen Netzwerken herbeigeredet wird, dazu geeignet, solche Handlungsmuster zu rechtfertigen. Und jeder Täter oder jeder von uns sucht für das, was er tut, auch Rechtfertigungsmuster. Und diese Muster haben Sie eher verortet auf der Seite, sonst hätten Sie es ja vermutlich nicht erwähnt. In diesem Fall ja. Auf der anderen Seite gibt es auch andere Beispiele. Wenn heute an Sportplätzen Zonen für Eltern eingerichtet werden müssen bei C-Klassenspielen oder wenn bei mir ein guter sozialdemokratischer Kollege sagt, weil er in einem Blog zur Lokalpolitik, also gar nichts im Zusammenhang mit geflüchteten Menschen, dauerhaft angegriffen wird, ich halte das mit meiner Familie, diesen Druck nicht mehr aus, dann glaube ich, ist der Punkt erreicht, wo wir gesellschaftlich darüber diskutieren müssen, ist das noch fair? Und ich glaube, denke dabei noch gar nicht mal so an die hauptamtlichen Bürgermeister, weil wir werden dafür bezahlt, was wir tun. Ich denke an ehrenamtliche Feuerwehrleute und ich denke daran, dass wir Ratsmitglieder bräuchten in den Räten, egal welcher Partei die angehören, von der AfD bis zu den Linken, nach meinem persönlichen Geschmack mehr in der Mitte geordnet, die sich einsetzen für andere Menschen. Und wie wollen wir die gewinnen, wenn die ohnehin kein Geld kriegen und sich dann im Prinzip noch als nützliche Idioten beschimpfen und bedrohen lassen müssen? Das geht in diesem Land nicht mehr. Und das ist der Grund, der mich antreibt, um das auch ehrlich zu beantworten, warum ich heute hier sitze, obwohl ich vielleicht sagen würde, mir ist eigentlich nach was anderem. Das wäre sehr verständlich. Frau Weidel, sehen Sie eine Mitverantwortung der AfD für die Stimmung in diesem Land? Für das, was vielen Ehrenamtlichen passiert, die mit Flüchtlingen umgehen, für Bürgermeister, von denen wir wissen, dass sie mittlerweile zurückgetreten oder abgetreten sind, weil sie es nicht mehr ausgehalten haben? Ist auch schon eingangs erwähnt worden. Also ich verwahre mich dagegen, als AfD-Fraktionsvorsitzende überhaupt diese Schlüsse zu ziehen. Wir verurteilen jede politisch motivierte Tat, sei sie jetzt von links oder von rechts. Ja, Gewalt ist kein Mittel der politischen Auseinandersetzung.
Auch wenn beispielsweise ein Kollege von Heiko Maas dazu aufruft, Ralf Stegner beispielsweise, AfD-Personal zu attackieren. Das einfach nur mal so dahingesagt. Was hat er dann nochmal gesagt? Nur damit wir AfD-Funktionäre zu attackieren, hat Ralf Stegner und auf Herr Twitter Gauland gesagt. Sagt, wir werden sie jagen. Und ist das etwa ja, jagen haben auch schon andere, jagen haben auch schon andere Politiker gesagt. Und das ist natürlich auch rein politisch gemeint. Als Oppositionspartei jagen sie natürlich durch Anträge, durch Anfragen, die sie stellen. Den Blick vielleicht dafür geben, dass Herr Stegner gemeint haben könnte, attackieren im politischen Sinne. Einfach nur deshalb, weil Sie es erwähnt haben, wollte ich, dass die Zuschauer wissen, worüber wir reden. Aber die Frage ist ja nicht bei der Gewalt, sondern bei der Stimmung. Ob Sie glauben, dass es eine Verantwortung gibt für den Ton, den man setzt in Auseinandersetzungen. Darum geht es eigentlich. Man muss in der Sache diskutieren. Und Herr Holstein hat es ja ganz richtig eben gesagt. Man muss eigentlich wieder zu einem Modus vivendi finden, in dem man sachlich und vernünftig miteinander diskutieren kann, um eben auch die Probleme zu benennen, die wir zweifelsohne in unserem Land haben, und eben auch gemeinsam in Kompromissen Lösungen zu erzielen. Anders geht es überhaupt nicht. Herr Maas, wir haben Sie zitiert mit der rhetorischen Brandstiftung, die Sie 2015 im Zusammenhang mit der AfD und Pegida erwähnt haben. Ist das eine sachliche Auseinandersetzung, die politisch von der AfD-Seite geführt worden ist bisher nach Ihrer Beobachtung? Ja, zumindest würde ich nicht so weit gehen, für so eine Tat eine Partei verantwortlich zu machen. Im Übrigen auch deshalb, weil man mal klar machen muss, dass jeder, auch der Mann, der Sie attackiert hat, vollkommen und umfassend selber verantwortlich ist für das, was er tut, völlig unabhängig davon, wie in der Politik gehetzt wird oder ob das Wasser abgestellt wird oder was auch immer. Es gibt keine Erklärung für eine solche Tat und man kann sich auch nicht darauf berufen, dass in der Politik mehr gehetzt wird, als das in der Vergangenheit vielleicht der Fall gewesen ist. Also das muss jeder schon wissen, dass er da selber voll in der Verantwortung steht und das Tatunrecht nicht dadurch verringert wird, dass irgendwo anders Hetze verbreitet wird, vor allen Dingen im Netz. Deswegen fragte ich nach der Stimmung, weil, glaube ich, auch wir nicht versuchen zu sagen, die Tat geht jetzt eins zu eins auf etwas zurück, sondern es geht um die Stimmung, die Herr Holstein in dieser Pressekonferenz auch erwähnt hat. Ich finde, das ist ganz offensichtlich. Herr Gauland hat einmal gesagt, die Flüchtlingskrise, so hat er es benannt, sei ein Geschenk für die AfD. Mhm. Und in dieser Phase, dafür kann man doch unzählige Belege vorlegen, sei es das, was Herr Gauland über Jérôme Boateng gesagt hat, da ging es um eine andere Hautfarbe, sei es darum, dass Frau von Storch gesagt hat, man müsste irgendwie auch auf Flüchtlinge an der Grenze schießen. Das stimmt auch. Sei es das, was über Frau Özugus gesagt wurde, weil sie türkischer Abstammung sei, müsste sie in Anatolien entsorgt werden. Natürlich werden Menschen mit dem, was die AfD macht, gegeneinander ausgespielt. Und daraus entsteht natürlich eine solche Stimmung. Und mir kommen wirklich fast die Tränen, wenn dann jetzt erzählt wird, natürlich sind wir gegen die Anwendung von Gewalt. Aber das Prinzip der AfD ist doch, Menschen gegeneinander aufzuhetzen. Und damit nimmt sie mindestens billigend in Kauf, dass die Sitten auch verrohen und dass Menschen, die vielleicht labil sind, über eine verbale Enthemmung irgendwann dazu kommen, dass es auch zu einer körperlichen Enthemmung und körperlicher Gewalt kommt. Es gibt gegen Amtsträger und Mandatsträger im letzten Jahr 800 Straftaten von rechts. Es gibt 180 Straftaten von links. Ja. So, und das sind alles historische Höchststände. Das hatten wir in der Vergangenheit so nicht. Und deshalb kann sich keiner hier rausreden, der auch von völkischer Politik spricht, dass das nicht einen Beitrag dazu leistet. Und ich finde, die Leute, die das tun, kann man sehr wohl als geistige Brandstifter bezeichnen. Haben Sie einen anderen Befund, Herr Fleischhauer? Also jetzt hat er jedenfalls gerade im hinteren Teil seine Antwort das wieder aufgegessen, was er vorher weggesagt hat. Nee, ich habe Es ging darum um das gesellschaftliche Klima. Und das wird vergiftet mit dem, was dazu beigetragen wird. Und wenn jemand sagt, die Flüchtlingskrise ist ein Geschenk für uns, dann ist das doch sowas von offensichtlich. Also ich, das ist ja selbst zugegeben. Ich finde diesen Kurzschluss gefährlich immer. Also sozusagen aus den Worten, das könnte man ja auch jetzt in der Diskussion schon sehen, die ich so ein bisschen verfolgt habe jedenfalls, sozusagen aus den Worten kommen dann am Ende solche Taten raus. Und so ein bisschen haben Sie diesen Weg ja auch gerade beschritten. Und ich finde immer sozusagen, bei den Maßstäben sollte man nicht so sehr danach gucken, ob es einem jetzt gerade politisch opportun ist. Ja? Und ich erinnere mal an eine Zeit, als die DAF zum Beispiel, das ist jetzt ziemlich genau 40 Jahre her, auf den Weg machte mit ihrer Mordserie, dass in dem Fall Schriftsteller wie Heinrich Böll verantwortlich gemacht wurden wegen ihrer Schriften
für das, was dann in Deutschland passierte. Und da waren viele Leute, ich eingeschlossen, der Meinung, und auch Sie, Frau Maischberger, dass das nicht richtig war. Wobei, man muss doch mal sagen, Heinrich Böll viel weiter gegangen war damals, als die AfD heute tut. Heinrich Böll hat zum Beispiel für die Bader-Meinhof-Leute erkennbar, auch in einem großen Essay im Spiegel, damals Verständnis gehabt und auch für ihre Gewalttaten, was ich im Augenblick bei der AfD gar nicht erkennen kann. Und ich glaube, dass wir sozusagen dann, wenn wir immer sagen, ja, ja, wenn du das sagst, passiert das, auch zu einer Diskursverengung kommen. Das sind ja Einschüchterungsstrategien natürlich im Diskurs, zu sagen, wenn ihr euch da sozusagen so weit rhetorisch aus dem Fenster lehnt, passt mal auf, dann liegen irgendwann sozusagen die Leute entweder tot auf der Straße oder haben wie der arme Bürgermeister das Messer. Aber darf ich Ihnen mal eine Zahl nennen? In den letzten 2 Jahren hat sich die sogenannte Hasskriminalität verdreifacht. Wir haben über 10.000 registrierte Straftaten. Im gleichen Zeitraum, in 2016, haben wir den historischen Höchststand an politisch motivierten Gewalttaten. Ansonsten geht die Kriminalität eher zurück. Und da müssen Sie mir mal erklären, dass das alles völlig unabhängig voneinander geschieht. Und wenn ein solches Beispiel uns heute beschäftigt, dann finde ich schon, dass man sich mit dieser Frage auseinandersetzen muss, wenn das gesellschaftliche Klima verroht, wer welche Beiträge dazu liefert und wer damit was auch billigend in Kauf nimmt. Also würden Sie mich gerade ansprechen, vielleicht 2 Anmerkungen. Erstens ist interessant, finde ich, dass die Zahl der rechtsmotivierten Gewalt und der da linksmotivierten gar nicht so weit auseinander liegt. Bis 2015 zum Beispiel hat linke Gewalt in der Statistik immer geführt und ist jetzt in den letzten beiden Jahren leicht überholt worden von Rechter. Also wenn überhaupt sozusagen... Aber geht es darum, ob es von links oder von rechts kommt, wenn es zu Straftaten kommt? Naja, wir haben im Augenblick... Bemerkung Nummer eins, wir kommen nachher aber nochmal... Also aber Sie haben das doch eben aufgeworfen, Herr Maas, genau diese Diskussion. Also ja, kann man ja auch über beides reden, was beides zu beurteilen ist. Das zweite, ich meine, ich glaube auch, jetzt haben wir sozusagen bei den Gewalttaten einen Peak gehabt, aber jetzt immer alles in einen Topf zu werfen. Also Hasskriminalität heißt ja... Deswegen habe ich auch jetzt ganz bewusst für diese erste Runde, das muss ich jetzt doch noch mal sagen, gefragt nach einer Stimmung und der Frage, ob eine Bohnenvergiftung stattfindet. Ich nehme einfach das, was Herr Holstein sagt, auch eben auf und frage Sie, ist ein Zusammenhang zwischen dem politisch aufgeheizten Diskurs und dem, was dann passiert? Das wäre ja die Frage Nummer zwei. Aber erst einmal stellen wir fest, es gibt... Also das würde ich sagen, das erlebe ich so. Ich würde sagen, also ich weiß nicht, Hass, also die Leute sind jedenfalls ein Teil der Gesellschaft, ist erkennbar aufgeregter. Mhm. Das konnte man im Wahlkampf auf den Marktplätzen sehen. Also dass die Kanzlerin irgendwo hinkommt und wüst beschimpft wird, zum Beispiel, hat man so jahrelang nicht erlebt. Gehabt, ja. Wir können das auch zum Beispiel im Vorfeld dieser Sendung sehen. Die Tatsache, dass Frau Weidel hier eingeladen ist, hat also jedenfalls in meiner Timeline bei Twitter enormes Echo gefunden. Ja. So oder so rum. Ja? Und das ist erkennbar so, dass die AfD und das Auftreten der AfD im politischen Raum auch starke Gegenreaktionen hervorruft oder bei ihren Fans auch ganz starke Emotionen. Ich würde gerne Herrn Pfeiffer noch dazu hören. Sie sind ja Kriminologe, Sie waren auch mal Justizminister, das müssen wir auch dazu sagen, ebenfalls von der SPD. Würden Sie das sehen, dass einzelne Politiker der AfD tatsächlich zur Vergiftung beitragen? Des Diskurses, der Stimmung im Land. Die Medien nehmen am intensivsten das wahr, was aus der Rolle fällt, Herrn Höcke. Ich behaupte nicht, dass die ganze AfD durch Herrn Höcke dominiert wird. Mhm. Aber er steht im Mittelpunkt, wenn er irgendwas sagt, was völlig gegen den Kurs läuft. Und das gilt natürlich auch für Ihren Kollegen als Fraktionsvorsitzenden, wenn er sich entsprechend äußert. Also es gibt Äußerungen, die die Stimmung hochkochen lassen. Welche zum Beispiel? Geben Sie mir ein Beispiel. Naja, wenn vorhin wurde ja davon gesprochen, wie über unsere Ausländerbeauftragte gesprochen wurde, dass sie in der Türkei entsorgt werden sollte. Mhm. Naja, wenn das so ein Fraktionsvorsitzender sagt, dann ist das Feuer. Und dann gibt es Debatte darüber. Und dann entzündet das Widerspruch und das wiederum. Und die Stimmung wird genauso, wie sie von Ihnen beschrieben wurde. Also da haben schon Einzelne gezielte Mitverantwortung, wenn sie sehr unbedacht, fahrlässig daherschwätzen und andere verunglimpfen. Mhm. Andere doch. Herr Maas behauptet, es sei nicht unbedacht. Nee, er meint, es sei nicht unbedacht. Ich glaube nicht, dass das unbedacht ist, sondern das ist, glaube ich, ein Prinzip. Ja, um genau das zu erreichen, was Sie beschrieben haben, medial wahrgenommen zu werden, zu empören. Klar. Menschen gegeneinander auszuspielen und daraus entsteht diese Stimmung. Ich finde, das ist offensichtlich. Das ist genau die Wortwahl von Gabriel.
Die damalige Bundesregierung hat er angegriffen, sie sollte ersatzlos entsorgt werden. Also hier wird mit zweierlei Maß gemessen. Es ist genau die gleiche Wortwahl und bei Herrn Gauland wird wirklich so ein Theater gemacht, Entschuldigung. Ist das ein Unterschied, nicht logisch, ob man eine Gruppe... Nein, ich bin berechtigt, ich weiß es nicht, aber es ist ein semantischer ist Unterschied nicht? Tatsächlich. Nein. Ist genau die gleiche, wenn ist Herr genau Gauland die gleiche sagt, Wortwahl. Wir werden unser Land und unser Volk zurückholen. Ist das etwas, was jemand aus Versehen ernst nehmen könnte oder wörtlich? Das Land zurückholen, indem man die Rechtsstaatlichkeit nach vorne setzt, weil Gesetze offensichtlich gebrochen werden. Gut, dann haben wir es ja verstanden. Dann auf jeden Fall, ja. Sie hatten aber gerade das Wort und die Frage war tatsächlich, ob eine Diskursvergiftung oder eine Stimmungsvergiftung in diesem... Für mich gar keine Zweifel, dass das so ist, dass die AfD massiv dazu beigetragen hat, diese Stimmungen zu erzeugen gegen Flüchtlinge, gegen die gesamte Politik der Bundesregierung und der sie unterstützenden Grünen und Linken. Also von daher ist hier eine Aufschaukelung passiert, die zu dieser Hassstimmung, die Sie so eindrücklich beschrieben haben, massiv beiträgt. Also dass die AfD hier eine Mitverantwortung hat, ist für mich außer Zweifel. Die AfD sagt, Frau Weidel, wenn ich es richtig verstehe, dass Sie auf Probleme hinweisen, die existieren tatsächlich. Sehen Sie manchmal einen Grad, den man verlässt, wenn es darum geht, ein Problem zu benennen? Oder eben möglicherweise etwas dann so zu formulieren, dass es Angst macht und beunruhigt und verstärkt wird? Also mir ist aufgefallen, jetzt auch im Wahlkampf und auch nun in der Position im Bundestag, dass es schon sehr polarisierend ist, wenn man darauf hinweist, dass wir die Gesetze verlassen haben in diesem Land. Wir haben Gesetze, wir haben Asylgesetze, die gelten, die permanent gebrochen werden seit 2015. Wir haben eine völlig illegale Grenzöffnung, für die Angela Merkel und die Bundesregierung niemals eine Legitimierung hatten, die niemals auch im Ansatz diskutiert wurden. Und allein nur diese Problematik zu benennen, das ist ja mittlerweile schon enorm gefährlich geworden als AfD-Politiker in diesem Land. Und das ist zu verurteilen. Ich würde gerne ein konkretes Beispiel nehmen, wo Sie die Wirklichkeit sich so basteln, wie Sie sie brauchen, um dann politische Forderungen aufstellen zu können. Gerne, Herr Pfeiffer. Ich habe heute auf der Herfahrt mir ihr Parteiprogramm durchgelesen. Und dann steht da, dass die Brutalität bei jungen Menschen so zugenommen hat, dass man einerseits die Strafmündigkeit auf 12 herabsetzen sollte und andererseits alle heranwachsenden 18- bis 20-Jährigen nach Erwachsenenstrafrecht härtestens bestraft werden sollte. Die Fakten sind nur völlig anders. Die Kinderkriminalität ist gerade im Gewaltbereich um ein Drittel gesunken seit 2000. Gibt gar keine Brutalisierung. An den Schulen haben wir einen Rückgang der krankenhausreif geschlagenen Schüler um 62% im Verlauf der letzten 20 Jahre. Die Jugendgewalt insgesamt minus 44% pro 100.000 dieser Altersgruppe. Sie erfinden eine Realität, wo Sie dann politische Folgerungen dran knüpfen, die ein unbedarfter Leser, der das alles gar nicht weiß, dann für richtig hält, obwohl die Basis dafür einfach fehlt. Wir haben in vielen Bereichen Alkohol, Konsum, den niedrigsten Stand, den wir hier hatten. Schulabbrechen ist auch rückläufig. Wir haben in vielen Sektoren Selbstmord von jungen Menschen, den stärksten Rückgang, den man seit ewigen Zeiten skizzieren können. Aber Herr Pfeiffer, jetzt verstehe ich Sie. Es ist falsch, was Sie sagen. Wenn ich mir sagen, die Parteiprogramme der Grünen zum Beispiel in der Linken angucke, in meinem Fall, da finde ich jetzt auch ganz viele Forderungen drin und Sätze, die ich absurd finde. Aber das ist doch jetzt, das kann doch nicht unsere Diskussion sein. Nein, ich habe das Gefühl, dass wir in unserer Empörungsbereitschaft auch ehrlich gesagt ein bisschen empfindlich geworden sind. Möglicherweise ist das auch ein Ergebnis von 12 Jahren Merkel-Regierung. Also, der berühmte Satz von Herrn Gauland, wir werden diese Regierung und Frau Merkel jagen, ist ja deswegen schon zusammengebrochen, weil sich feststellen ließ bei Eingang ins Archiv, dass, ich glaube, Ludger Vollmer 1990 gesagt hat, wir werden Helmut Kohl und die CDU jagen. Ja, das ist nun mal auch politischer Sprachgebrauch. Mich stören ganz andere Sätze bei der AfD, über die wir ganz wenig reden. Also wenn zum Beispiel ein Bezirksabgeordneter in Berlin sagt, also mit Reinhard Heydrich, dem Chef des Reichssicherheitshauptamtes und einer der schlimmsten Schergen, den das Nazi-Regime vorgebracht hat, der habe doch eine vernünftige Politik im Osten gemacht und die Weichen richtig gestellt. Und diesem Mann passiert nichts in dieser Partei. Das sind, finde ich, die Fragen, wenn wir schon über die AfD reden, über die man reden sollte und nicht so ein verfehlter Sprachgebrauch wegen Jagen oder was war das andere, über was hier ging es nochmal, Herr Pfeiffer, also hier ging es um Jugendkriminalität. Es ging um die Frage, ob die Jugend immer brutaler wird.
Und das wird hier behauptet, obwohl die Fakten eindeutig anders sind. Und wir sagen können, wir haben in dieser Hinsicht, was Gewalt angeht, die bravste Jugendzeit 10, 20 Jahre. Das stimmt doch gar nicht, Herr Pfeiffer. Darauf, Frau Meinsberger, wenn ich darauf bitte antworten, habe ich mir gedacht. Darf. Und zwar auf die Jugendkriminalität und vor allen Dingen auch von libanesischen Clans hat damals schon die Jugendrichterin Heisig hingewiesen. Sie können nicht einfach von der Hand weisen, dass das alles erfunden ist. Nein, nein, aber Sie natürlich haben gerade genau das Gegenteil aber insgesamt gesagt. Sage ich, die Gewalt an Berliner Schulen hat drastisch zugenommen. Das sind doch einfach, das stand sogar noch diese Woche in der Zeitung, Herr Pfeiffer. Die Zeitung ist doch Lügenpresse, Frau Weitel. Also da würde ich doch nicht alles glauben, was in der Zeitung steht. Genau das ist das Problem. Man kann einfach nicht sachlich diskutieren, weil Sie einfach nicht. Das sind doch offizielle Statistiken, die Herr Pfeiffer seit vielen Jahren verfolgt. Frau Heisig hat bereits darauf hingewiesen, die Statistiken auch an Berliner Schulen weisen genau in die Gegenrichtung von dem, was Herr Pfeiffer gesagt hat. Das ist ein bisschen einfach. Also wir haben ein wirklich interessante Frage ist ja, wie so ein Diskurs dann wirkt. Also Altena ist schon einmal in den Schlagzeilen gewesen. Ich habe mich daran erinnert, als ich den Ortsnamen gelesen hatte, den Stadtnamen. 2015 haben zwei bis dahin, korrigieren Sie mich bitte, wenn ich was Falsches sage, völlig unbescholtene Bürger. Der eine war Feuerwehr, Freiwillige Feuerwehr, und sein Freund haben ein Haus angezündet, in dem Flüchtlinge wohnten. Und die waren auch zu diesem Zeitpunkt in diesem Haus. Und sie haben es getan, weil sie sagten, sie haben Angst vor Einbrüchen, Diebstahl, Gewaltverbrechen und sexuelle Übergriffe, die durch Flüchtlinge passieren können. Hat Sie das damals überrascht, beziehungsweise haben Sie diese Angst, die diese beiden Männer, die verurteilt worden sind und ins Gefängnis gegangen sind, haben Sie dies nachvollziehen können, dass die solche Angst hatten? Deutlich nicht. Ich kenne beide, oder ich kenne vor allen Dingen den Freiwilligen Feuerwehrmann als Kamerad damals noch. Inzwischen gehört er der Feuerwehr natürlich nicht mehr an. Das ist ein Kerl von Mann, das wohnt da weiter drüber. Und es war eine Familie, die eingezogen ist, christlicher Syrer. Also das kann ich nicht nachvollziehen. Aber da ist natürlich genau unter diesem Deckmäntelchen, soweit glaube ich, ist die Frage dankbar, argumentiert worden. Man hat gesagt, ich habe eine persönliche Befindlichkeit. Man hat ja auch sehr viel nationalsozialistisches Gedankengut auf den Handys gefunden. Das war ja auch dann im Strafverfahren eine wesentliche Aussage. Und ich glaube, wir tun der AfD zu viel Ehre an, wenn wir so intensiv uns fokussiert ausschließlich mit der AfD befassen, weil ich glaube, das ist ehrlich gesagt mit einem Prozentsatz von mir viel zu hoch immer noch nicht das Kernproblem dieser Republik. Aber wir haben auch Menschen, die früher unter dem verträumten Braunhemd irgendwo Aufmärsche gemacht haben, die inzwischen die Medien ganz gezielt nutzen. Und wenn man in die USA guckt und guckt, was Steve Bannon da macht, hart an dem Rand zu radikalem Gedankengut oder schon darüber hinaus, das kann ich nicht beurteilen, weil ich zu wenig studiere, dann sehe ich diese Gefahr für Deutschland auch. Und die kommt gar nicht aus irgendeiner Partei, auch deutlich nicht gesagt aus der AfD in meinen Augen, sonst hätte ich mich heute hier nicht neben Sie gesetzt. Aber ehrlicherweise verstehe ich die Aufregung nicht. Wir haben immer mal Parteien gehabt, die mit Prozentsätzen reingekommen sind. Die mussten dann zeigen, was sie können. Und mit Verlaub glaube ich, die Halbwertszeit der AfD wird nicht langsam. Aber ich glaube, Angst da muss war, ich Sie enttäuschen. Aber die, auch noch ein zweites Thema. Aber die Angst, das ist das, was mich wirklich interessiert. Also Sie sagen, in diesem Falle war die Angst vorgeschoben. In Wahrheit steckte da ein fremdenfeindliches Motiv dahinter, das die Angst nicht gebraucht hat. Sie haben es so zusammengefasst, ich muss es nicht wiederholen. Genau so war es. Mhm. Und ich glaube auch, dass in der Tat mir gegenüber ein persönlicher Frust versucht wurde zu legitimieren mit einem Hintergrund, der jetzt schon vorher da war und der dann für sich schützend herangezogen war und dann natürlich ein Gesamtbild gegeben hat. Aha. Das heißt, er hat mich angegriffen unter dem Gesichtspunkt der Fremdenfeindlichkeit und hat seine eigene Befindlichkeit da reinsortiert. Und das halte ich für gefährlich, das weise ich keiner Partei ausdrücklich zu. Aber dass wir in den sozialen Netzwerken dieses braune Gedankengut finden, ich kann Ihnen, ich habe sie dabei, von heute noch eine Mail um 16 Uhr zeigen, die könnte ich hier verlesen. Machen Sie mal. Mit Klarnamen, Absender oder weiß man nicht so genau? Nein, das oder? Weiß ich nicht. Und das werde ich auch jetzt nicht tun, weil, aber ich übergebe sie Ihnen gerne. Nein, ich bin nicht die Polizei. Aber ich lese mal nur so einen Teilrahmen. Eine 20 cm Wunde, also ich scheine irgendwie so dehnbare Fugen zu haben, mit einem 4 cm Pflaster, das ist ja noch harmlos. Aber selbst das hätte die linksversiffte grüne CDU-Presse nicht veranlasst, dies mitzuteilen. Aber jetzt, Nazi-Onkel von Adolf Hitler, messert seriösen, ehrlichen Asylantenhelfer. Hurra, Heil Merkel. Mann, ist das peinlich. Ihr seid schlimmer, als das war.
mit 40 Jahren in der DDR. Du lächerliche Witzfigur, leid tut mir der arme Maurer. Ich könnte jetzt noch weitermachen, aber ich, mit Rücksicht auf meine eigene Familie lese ich da nicht weiter. Mhm. Das heißt, das sind Rechte, von denen Sie glauben, die haben sich ein Thema gesucht, da springen Sie drauf und dann surfen Sie damit zu Hass und Hetze und manchmal sogar dann zu tätlichen Angriffen. Versuche ich das jetzt richtig zusammenzufassen? Ich versuche das mal so pointiert zu sagen, wie ich das denke und setze bei Herrn Fleischhauer an. Ich glaube, dass wir wieder in die Gefahr kommen, dass braunes Gedankengut einfließt in unsere Gesellschaft. Unter dem Deckmantel der sozialen Netzwerke. Und das reicht vielleicht rein bis in Ränder der AfD. Das vermag ich nicht zu beurteilen. So. Aber das ist jetzt nicht eine Parteipolitik der AfD. Dann würden wir ihr viel zu viel Ehre beweisen. Und es ist offensichtlich auch nicht die Flüchtlingspolitik. Also wenn die Flüchtlingspolitik nur ein vorgeschobener Grund ist, Herr Fleischhauer, worüber haben sich so viele Menschen aufgeregt, die das zum Thema gemacht haben und gesagt haben, das ist aber eine Angst, die ich habe und das muss ich doch irgendwie artikulieren dürfen? Gut, artikulieren dürfen Sie es ja in Deutschland alles. Mit einer gewissen Sicherheit. Ich meine, gut, ich muss auch mal sagen, dass der jetzt jemand zum Messer greift. Es ist ja nun auch Gottlob immer noch die Ausnahme. Ja. Und dass der nicht die AfD brauchte, um schlecht draufzukommen. In seiner Butze da, wo er saß, ja. Leicht angeschickert und angetrunken, offenbar relativ vereinsamt auch. Ja, verharmlosung so muss man das nicht. So. Ja. Aber gut, also jedenfalls ist das ist eine sehr unglückliche Figur gewesen, der sich offenbar in seinem Weltbild, was auch immer zusammensucht jetzt, was da so reinpasst. Und da ist er eben der Bösewicht, weil er jetzt die Ausländer ins Dorf geholt hat, die angeblich ihm alles wegnehmen, was natürlich, wie wir wissen, gar nicht stimmt. Das ist der eine Topf, also seine Abschaltung des Stroms oder des Wassers hat nichts damit zu tun, ja, ob Sie jetzt im Flüchtlingsheim das Wasser fließen lassen. Und warum wird dann der Zusammenhang hergestellt? Na gut, so hat man doch immer so seine Figuren und Hassobjekte, auf die man es projiziert oder nicht. Das kennen wir doch nun wirklich schon seit langem. Okay, dann ist es ja so, Herr Maas, also wenn man Altena sich anschaut, das ist eine Geschichte, 70er Jahre gab es viel Metallindustrie, dann wurde da viel dicht gemacht. 30.000 Einwohner hatte das mal, mittlerweile sind es 18.000. Es gab einfach eine harte Phase, wo die Schule geschlossen wurde, das Freibad geschlossen wurde, Sporteinrichtungen geschlossen wurde. Und am Ende ist dann die Region dann da und sagt, jetzt kommt der daher, holt uns die Flüchtlinge rein, aber wir haben nichts mehr. Ist das jetzt ein sozialer Sprengstoff, der dann sich ein Opfer sucht? Oder womit haben wir es hier zu tun? Naja, denen ist ja nichts genommen worden. Also aber durch auch nicht gegeben. Ja, aber erstmal jemand, der das Wasser abgestellt gekriegt hat, der hat nämlich an seine Rechnungen nicht mehr bezahlt. Ja. Das ist kein Grund, jemanden mit einem Messer anzugehen. Ich verstehe das. So, und insofern, dass Flüchtlinge in diesen Ort gekommen sind, hat auch nicht dazu geführt, dass irgendjemand was weggenommen worden ist. Vielleicht ist mal eine Turnhalle belegt worden. Also noch nicht mal das. So, und deshalb kann man sich das auch nicht zusammenreimen in irgendeiner. Das ist keine Erklärung, schon gar keine Rechtfertigung. Die Frage ist ja nur, ob wir in einer so aufgeheizten Atmosphäre uns bewegen, dass Leute, die labil sind, etwas leichter darauf gebracht werden. Und deshalb, ich finde, es geht auch gar nicht darum, irgendwie der AfD zu sagen, was sie machen soll oder nicht. Sie werden sowieso machen, was sie wollen. Aber wenn wir über ein gesellschaftliches Klima reden, dann muss man vielleicht mal darüber reden, was ist die gesellschaftliche Reaktion darauf. Mhm. Wenn nur diejenigen in den sozialen Netzwerken unterwegs sind, die Hass und Hetze verbreiten, dann werden sich irgendwie andere auch gar nicht mehr zu Wort melden, weil sie sofort einen Shitstorm nach dem anderen über die Rübe bekommen. Und deshalb, glaube ich, leben wir in Zeiten, wir gehen alle davon aus, dass Rechtsstaat, Freiheit, Gleichberechtigung, alles Selbstverständlichkeiten in unserem Land. Und wir sind nicht mehr gewohnt, dafür einzutreten oder sogar sie zu verteidigen. Auch nicht das, was in Holstein geschehen ist. Es ist schön, dass so viele Leute dann auf die Straße gegangen sind, um sich zu solidarisieren. Aber das muss man eben nicht nur, wenn es zu spät ist, praktisch, sondern das muss ein gesellschaftlicher Diskurs sein. Und ich bin fest davon überzeugt, die große Mehrheit in diesem Land will ein weltoffenes und tolerantes Land. Die will kein AfD-Land sein. Mhm. Nur dann reicht es nicht, irgendwie das für sich irgendwie mit sich selber da im Klaren zu sein. Dann muss man Gesicht zeigen und den Mund aufmachen. Nur dadurch wird man etwas verändern. Mhm. Auch die Verschärfung von Gesetzen wird daran nichts verändern. Das ist ein gesellschaftliches Klima. Und wenn man den Eindruck hat, dass eine Minderheit so laut ist, dass sie vielleicht gar keine Minderheit mehr ist, dann werden Menschen zurückhalten und dann sagen sie vielleicht nichts mehr. Und so weit sollte es nicht kommen. Und je mehr Menschen den Mund aufmachen für Weltoffenheit, für Toleranz und für Freiheit, dann wird auch das gesellschaftliche Klima in Deutschland nicht im Bach runtergehen. Frau Weidel, war es denn,
wenn man auf den Satz noch mal zurückgeht von Herrn Gauland, der sagte, die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel war ein Geschenk für die AfD, dann zeigt das ja doch, dass man ein Thema gefunden hat, an dem man Emotionen dann doch offensichtlich für sich nutzen kann als Partei. War das ein Fehler? Was Ihrer genau Meinung nach? Ein Fehler? So einen Satz zu sagen. Da geht es um Menschen, da geht es um eine politische Haltung. Ist das ein Fehler zu sagen, toll, dass die alle herkommen, dann werden wir stark, weil wir dagegen sind? Er hat das damals gesagt im Kontext, als im Jahr 2015, das ist schon Ewigkeiten her, als wir in den Umfragen sehr stark abgebaut hatten nach dem Lucke-Abgang, etwas unglücklich formuliert, weil es ist natürlich kein Geschenk. Ja? Ich habe eben auch schon darauf hingewiesen, dass sich eine Regierung über geltendes Recht und Gesetz hinwegsetzt, ist sicherlich kein Geschenk für die deutsche Zivilbevölkerung, ja, weil sie nämlich genau unsere Freiheit einschränkt. Wir haben Recht und Gesetz, das einfach gebogen wird, dass es einfach nur kracht. Dublin III Verordnung so. Was für ein Gesetz ist denn gebogen worden? Herr Maas, ja, wir haben die Dublin III Verordnung. Wir genau haben das Asylgesetz Artikel 16a. Die Drittstandsregelung. So und wir reden immer von Gesetzen, die gebrochen werden, aber ja, genau so habe ich das gerade durchdekliniert. Die Einreise über einen Drittstaat ist illegal. So, und Sie können das ausnahmsweise, wenn Sie eine humanitäre Notlage haben, können Sie das aussetzen. Aber Sie können es nicht dauerhaft aussetzen über 2 Jahre und immer länger, ohne es einmal zu diskutieren. So. Und wir haben, Herr Pfeiffer, ich falle Ihnen auch nicht ins Wort. Und das ist eben der Punkt. Dadurch, dass Sie, als Sie in der Bundesregierung saßen, dieses Gesetz gebrochen haben und es auch weiterhin noch tun, ohne dass es diskutiert wird, wurde die Gesellschaft gespalten. Und auch nicht nur da, auch bei der Euro-Rettungspolitik. Aber das ist jetzt auch einfach ein ganz anderes Thema. Ja, auch noch, ja. Aber die AfD ist die einzige Partei, die überhaupt diese Rechtsbrüchigkeiten zur Sprache bringt. Ja, das weil heißt aber immer noch nicht, dass es welche gegeben hat, nur weil sie zur Sprache bringt. Weil dazu überhaupt gar nichts mehr einfällt. Und das Einzige, was ihnen einfällt, ist durch ein Netz-DG-Gesetz, ja, in dem sie ein Zensurgesetz auf den Weg gebracht haben, um die Meinungsfreiheit in diesem Land, auch, wo die Meinungsfreiheit im Grundgesetz festgeschrieben ist, auf den Weg zu bringen. Das ist nicht die richtige Antwort. Und das ist auch ein absolut undemokratisches Verhalten. Jetzt müssen wir das ein bisschen sortieren. Ja, mit Verlaub, wir müssen es ein bisschen sortieren. Wir waren bei dem Gesetzbruch der Bundesregierung. Dann waren wir bei dem Netzdurchsetzungsgesetz, das Heiko Maas gemacht hat. In seiner, das ist wie Frau von Storch gesagt hat, eigentlich müsste ich im Knast sitzen. Eins nach dem anderen. Zum Glück entscheiden Sie nicht darüber in diesem Land, was verfassungswidrig ist. Die Meinungsfreiheit ist im Grundgesetz doch... Ja, was ist denn der Verstoß gegen die Meinungsfreiheit, Frau Weiden? Ja. Ein Zensurgesetz, was Sie auf den Weg gebracht haben. Aber jetzt muss, wir werden im Bundestag diese Diskussion ausweiten. Wir wollen erst mal weitermachen, wo Frau Weidel, das möchte ich gerne aufgreifen, weil wir können nicht alles auf einmal aufgreifen, aber sie hat von einer Spaltung der Gesellschaft gesprochen, das möchte ich gerne mal von Ihnen wissen. Gibt es diesen Tatbestand, kann man wirklich sagen, dass eben die Politik der letzten Jahre diese Gesellschaft gespalten hat? Nee, ich glaube nicht gespalten. Ich glaube auch nicht übrigens, dass wir die Gesellschaft insgesamt verroht. Wir sehen, ich glaube, Einzelne offenbar verrohen. Und ja, wenn wir das, was die genau gesagt haben, das ist, Leute fahren besonders langsam mittlerweile an irgendwelchen Unfallstellen vorbei, sind noch empört, wenn sie eine Rettungsgasse bilden müssen, ja, weil das sie am Filmen hindert. Das sind natürlich, sagen wir mal, Szenen, die sind, glaube ich, neuer, ein neuer Datum. Ja. Das ist aber, glaube ich, ein kleinerer Teil der Gesellschaft. Die Frage war nach der Spaltung durch eine bestimmte Politik, das muss ich schon noch mal sagen. Ja, also erkennbar 15 bis 20%, nämlich diejenigen, die entweder die AfD gewählt haben oder mit der AfD sympathisieren, sind mit der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung grundsätzlich nicht einverstanden. So, und haben jetzt mit der AfD, ob wir sie nun mögen oder nicht, eine demokratische Entsprechung im Deutschen Bundestag. Ich finde persönlich, Sie stimmen mir da vielleicht sogar zu, demokratietheoretisch ist das schon mal gar nicht ganz falsch, wenn sich Leute, die vorher keine Stimme hatten und keinen Abgeordneten im Bundestag, zum ersten Mal repräsentiert sind, oder? Die zweite Frage, die ich gerne aufgreifen würde, Herr Pfeiffer, die Gesetze wurden gebrochen. Ich frage das jetzt nicht den Justizminister, weil im Zweifel ist er dann aus Sicht von Frau Weidel befangen. Können Sie darauf eine Antwort geben? Ist es so, dass es einen fortgesetzten Rechtsbruch gab, den man hier beklagen muss? SPD-Parteibuch bitte dazu sagen. Habe ich schon. Mhm. Es ist in meinen Augen in einer Notlage zu einer Entscheidung gekommen, die ich respektiere, die ich für richtig finde, dass damals
als in Ungarn die Flüchtlinge festsaßen, die Kanzlerin abgestimmt mit dem Koalitionspartner gesagt hat, hier müssen wir helfen. Ja. Das ist genau eine Ausnahmesituation gewesen. Und seitdem hat sich die Bundesregierung aus meiner Sicht erfolgreich darum bemüht, diesen Zustrom wieder auf ein vernünftiges Maß zu reduzieren und ist da auf guten Wegen und bemüht sich jetzt darum, mit der großen Zahl von Flüchtlingen angemessen umzugehen. Ich kann keine Rechtsbrüche erkennen, sondern ein pragmatisch vernünftiges und unter humanitären Aspekten gebotenes Verhalten der Bundesregierung. Und seitdem gibt es die große Aufregung, die hier kräftig übertrieben wird. Wie es so ihrer Art ist, ist die Gesellschaft immer brutaler, immer schlimmer, was objektiv nicht stimmt. Ich will mal ein Beispiel nehmen. Ihr Delikt, was Ihnen widerfahren ist, hätte der Täter Erfolg gehabt. Na gut, die vollendeten Tötungen sind seit 2000 um 31% rückläufig. Das sind Leichen, die weniger geworden sind bei einem Volk, was durchaus gelernt hat, mit Konflikten umzugehen. Also ich wehre mich, bin ganz dankbar, dass Sie das auch gerade betont haben, gegen die These, alles wird schlimmer, alles wird brutaler. Das stimmt objektiv nicht. Und Ihr Gesetz, um die Brutalität im Internet zu stoppen, war dringend nötig. Eins nach dem anderen, da müssen wir noch dazu kommen. Aber ich sammle da die Punkte langsam ein. Ein weiterer Punkt, das würde ich gerne noch mal Herrn Holstein fragen, weil Sie ja doch an der Front dafür gestanden haben, diese Flüchtlingspolitik von Angela Merkel offensiv zu verteidigen. Sie haben einmal gesagt, ich bete jeden Tag dafür, dass sie da standhaft bleibt oder ihren Kurs hält, haben Sie gesagt. Es gab, das machte den Eindruck, als ob Sie keine Überforderung hätten und auch keine Probleme in Ihrem Ort, in Ihrer Stadt Altena. Es gab aber doch Auseinandersetzungen. Also, was hat sich denn verändert zu früheren politischen Entscheidungen, zu der Stimmung, die Sie heute so beklagen? Also erstens glaube ich, wenn Sie mich vor 3 Tagen gefragt haben, hätten, wie sieht das in Altena aus und hätten auch Menschen in Altena gefragt, hätten Ihnen die meisten genauso wie ich gesagt, das ist auf einem guten Weg. Mhm. Auch da gibt es natürlich schlechte Geflüchtete und gute Geflüchtete, wie es gute Deutsche und schlechte Deutsche gibt. Es gibt Menschen, die halten sich an Regeln, es gibt Verbrecher, das muss man entsprechend kriminalistisch betrachten. Wir haben 450 Flüchtlinge. Derzeit ungefähr Menschen mit Fluchthintergrund in der Stadt. Wir haben bei 18.000 Einwohnern. Wir haben 138 Menschen im Leistungsbezug der Kommune und ich finde, wir haben uns in Deutschland viel zu lange um das Thema, wie gehen wir mit dem Regelrahmen gedrückt, auch meine eigene Partei, um das deutlich zu sagen, man soll immer bei sich selbst anfangen. Ich glaube, dass nicht ein Einwanderungsgesetz als Lösung, aber eine Kontingentierung eine Chance gewesen wäre oder auch vielleicht ja auch noch ist in der Koalitionsbildung, so etwas anzustreben steuern. Und zu steuern. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite das Asylrecht nicht einzuschränken. Jetzt höre ich mich sehr positiv an. Ich sage aber auch gleich dazu, konsequent auch abzuschieben, da wo es möglich ist, sichere Drittstaaten zu machen. Und ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, wir müssen viel mehr in der Entwicklungspolitik tun, damit die Menschen gar nicht mehr die Not haben, ans Mittelmeer zu kommen, sondern dass die Menschen die Perspektive in Bildung sehen und dann einer legalen Einreise über Punktesystem. Ich würde gerne wissen, ob die Gewalt bei Ihnen zugenommen hat in Altena. Nein. Durch den Flüchtlingszuzug? Nein. Nein. Es haben ganz viele Menschen haben mit angepackt. Viele Menschen sind infiziert worden. Das Zusammenleben bei uns, ich ziehe mal einen Kronzeugen, einen Geflüchteten heran, der gesagt hat, ich war vorher in einer anderen Stadt, ich lasse mal weg, wo das war, und hat gesagt, hier pöbelt mich nicht jeden Tag 2, 3 Leute an, sondern ich kann hier in Frieden da sein und erst mal ankommen. Das hat der übersetzenden, arabisch sprechende Mitarbeiterin bei mir gesagt. Und es gibt keine Zunahme in Diebstählen, keine Zunahme in Gewalt, Kriminalität, sexuelle Übergriffe, all dies. Jetzt komme ich zu Herrn Fleischhauer und wir kommen langsam auf die Netzfrage. Herr Fleischhauer, Sie haben mal einen Selbstversuch gemacht. Sie haben sich im Internet ausgegeben als jemand anderes, haben ein Facebook-Profil erstellt, in dem Sie zu erkennen gaben, dass Sie sympathisieren mit rechten Äußerungen. Als AfD-Sympathisant habe ich mich im Grunde. Gut, also, und dann haben Sie plötzlich natürlich Freundschaftsanfragen von Leuten bekommen, die Sie wahrscheinlich sonst nie als Freundschaftsanfragen bekämen. Was mich wirklich interessiert ist, wie hat sich Ihr Blick auf die Realität verändert in dieser Zeit? Was ist die Wahrnehmung gewesen? Also stark. Ich wollte wissen, wie sieht die Welt aus, wenn ich mich auf Facebook bewege und eben der Algorithmus von Facebook mich als AfD-Sympathisant identifiziert hat. Ich habe den Namen meiner Frau, also die hat einen anderen Namen als ich genommen, ein schönes Bild von Caspar David Friedrich im Hintergrund und habe einfach 6 Leute angeschrieben, die ich mir von AfD-Seiten runtergezogen hatte, die da auch sind. Und dann hat der Computer erkannt, aha, der sympathisiert hier mit der AfD. Und dann kriegt man ja, und das hat mich interessiert, gibt es bei Facebook eben das, was die den Livestream nennen, also ein Nachrichtenangebot. Ja. Wissen viele Leute gar nicht. Und das ist für eine zunehmende Zahl von Menschen in Deutschland das Nachrichtenangebot, dem sie vertrauen.
Und die meisten Leute, die ich immer so frage, die denken, das ist das, was, also das, was ich kriege, das kriegt auch die Frau Weidel zu sehen. Das ist das, was passiert. Das ist das, was passiert. Und der Hamas, so. Das ist aber nicht so. Das ist konfektioniert. Und zwar nach meinen Vorlieben und Abneigungen. Und das heißt, wie sah dieser Livestream jetzt aus für Fleischhauer, den AfD-Sympathisanten? Und da muss ich sagen, in diese Welt fällt ja kein Sonnenstrahl mehr. Das fängt damit an, dass ich morgens ein Video bekam, wo irgendwelche arabisch sprechenden Jugendlichen auf irgendeinen armen Kerl einschlugen, der also auf Deutsch Hilfe, Hilfe schrieb. Zweitens eine Meldung aus irgendeinem Kaff, Entschuldigung, Neuss. Da müsste jetzt, also der örtliche Bahnhofskiosk habe jetzt aufgehört, Bratwürste zu verkaufen, nur noch Halalspieße. Und so geht das den ganzen Tag durch. So, und das macht natürlich was mit Leuten. Also wenn sie das Gefühl haben, die Muslime haben uns übernommen. Ja? Und dann, dass, wenn ich das sozusagen Facebook glaube, das ist jetzt, das ist die Nachrichtenlage in Deutschland. Und dann gucke in die Tagesschau oder vielleicht mal ausnahmsweise in die Süddeutsche und finde das alles gar nicht beschrieben, diese ganzen Gewalttaten. Dass ich dann das Gefühl habe, das ist Lügenpresse. Die verschweigen hier alles. Das kann man den Leuten noch nicht mal vorwerfen. Ja. So, und da, glaube ich, ändert sich was. Das ist also, das ist eine bedrohliche Entwicklung, richtig, wo er auch, der Justizminister Maas, ja versucht hat, mit dem was zu tun, dass jetzt nicht, dass Facebook andere Nachrichten einspielen muss. Aber dass es zumindest möglich ist, auf Facebook als einem privaten Unternehmen zum Beispiel den Holocaust zu leugnen. Ja. Ja? Also wenn Sie bei Facebook eingeben in der Suchleiste, hat Hitler die Juden vergasen lassen, dann kriegen Sie auf Facebook 6 oder 7 Meldungen, warum das eine schlimme Erfindung der Juden ist, um die Deutschen zu kujonieren mit dem Holocaust. Das ist alles in Deutschland strafbar. Wenn wir das beim Spiegel machen oder bei Spiegel Online oder nur zulassen würden in unserem Forum, wo die Leser sich äußern, dann hätten wir morgen den Staatsanwalt im Haus. Insofern verstehe ich auch mal gar nicht, wenn Sie sagen, das sei ein Zensurgesetz. Wir zensieren aus gutem Grund jeden Tag beim Spiegel. Und zwar genau das, was strafbewehrt in Deutschland ist. Genau, dazu gehört, das gab es ja vorher schon. So, jetzt haben wir es verstanden. Facebook kümmert sich und nicht können der Diskussion das folgen. Das können Sie auch anzeigen. Wenn ich beispielsweise alles ausdrucken würde, was ich bekomme an Drohungen, dass man mir den Pflasterstein über den Kopf ziehen sollte für meine Politik, auch als Person, ja, da könnte ich solche Ordner füllen. So. Und dadurch verändert sich ja auch drastisch meine Sicherheitseinstufung. So. Und das, was Sie gerade sagen, dieses Gesetz ist völlig überflüssig, weil Kommentare, Hate Speech, Hasssprech ist sowieso strafrechtlich relevant. Darum ist das überflüssig. Frau Weil, Facebook ist ein internationales Unternehmen, dessen Hauptzentrale in Amerika sitzt und dessen Europazentrale in Irland. Wenn der deutsche Staatsanwalt, das habe ich mir angeguckt, wie das ist, gibt Strafanzeigen ohne Ende, ja, hingeht und jetzt Facebook verklagen will, dann sagt Deutschland, Facebook Deutschland, wir haben mit Facebook faktisch nichts zu tun, wir sind nur eine Annahmestelle, bitte wenden Sie sich nach Dublin. Ja, das macht und da hört der spätestens der Spaß auf. Da kriegen Sie niemanden. Das ist deshalb eine Verantwortlichkeit. Also das ist das relevant. Sie haben das über eine Verantwortlichkeit in Deutschland überhaupt hergestellt. Jetzt Sie haben doch das Strafrecht. Also Frau Weidel meint, das wäre alles ohne gegangen, ohne das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Weil wir das Strafrecht haben. Ja, wir haben das Strafrecht. Das führt dann zu der grotesken Situation, dass strafbare Inhalte auf Facebook stehen, dass diese von einem Staatsanwalt in einem Ermittlungsverfahren verfolgt werden. Es kann ein Urteil geben und es wird festgestellt, das ist strafbar. Und es bleibt trotzdem bei Facebook stehen. Und wenn ich versuche, das bei Facebook durchzusetzen, passiert genau das, was Herr Fleischhauer beschrieben hat. Ich werde auf ein internationales Rechtshilfeersuchen nach Irland oder auch in den USA verwiesen. Ein Richter, ein deutscher Richter entscheidet, dass etwas strafbar ist und Facebook löscht es nicht. Warum soll das irgendeine Einschränkung der Meinungsfreiheit sein, wenn strafbare Inhalte nicht nur von Gerichten als solche erkannt werden, sondern dass ein Unternehmen wie Facebook auch veranlasst wird, diese Straftat zu löschen? Das ist bisher nicht geschehen. Twitter löscht 1% der strafbaren Inhalte. Bei Facebook ist es gerade mal 1/3. Komischerweise bei YouTube, bei Google werden 90% der strafbaren Inhalte gelöscht. Es geht also. Und deshalb haben wir gesagt, die Gesetzeslage, die ist schon lange so.
Die ist schon lange so. Und in dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz steht nur drin, wenn Facebook strafbare Inhalte nicht löscht, werden sie in Zukunft Geldbußen bezahlen müssen. Ja. Was ist daran eine Einschränkung der Meinungsfreiheit? Wenn sie strafrechtlich relevant sind, genau ja, richtig. Da also müssen sie gelöscht werden. Nichts anderes steht in dem Gesetz. Und das ist bereits durch Strafrecht abgedeckt. Nee, aber das kann doch dann nicht bei Facebook auf den Seiten stehen bleiben. Es gibt doch Leute, die davon betroffen sind, die verunglimpft werden. Da sind wir ja auch einer werden. Meinung. Da sind wir sogar ausnahmsweise einer Meinung. Also wir drehen uns hier im Kreis. Nee, ich sage einfach, Sie haben gerade festgestellt, dass das Netzwerkdurchsetzungsgesetz nötig ist. Ist alles? Nein. Aber Sie können doch nicht strafbare Sachen im Netz stehen lassen, wenn Sie feststellen, dass ein Unternehmen... Also es ist alles strafrechtlich abgedeckt und dadurch geht dann eben auch ein Löschungsantrag. Es müsste gehen, was Sie durch das Netzwerk Durchsetzung... Oh doch, ich habe es sehr gut verstanden. Nee. Ich glaube, Sie werden Ihr Gesetzesentwurf... Aber es ist wichtig zu wissen, dass es differierende Meinungen gibt. Nur das Wichtige, was wir haben ja angefangen darüber zu reden, weil Herr Holstein uns auf den Gedanken gebracht hat, es gibt einfach eine Vergiftung im Netz, vor allem in den sozialen Netzwerken, in den E-Mails, die Sie bekommen, aber vor allem in den sozialen Netzwerken, auch in den Medien, das haben Sie auch gesagt. Die Frage, die ja wichtig ist für uns heute, ist, ob aus dem Hass, der da steht, auch tatsächlich dann Gewalt werden kann. Das haben wir nicht zu Ende diskutiert, das würde ich gerne mit Ihnen besprechen. Glauben Sie, dass es so ist, dass man eben aus Worten irgendwann mal Taten werden? Wie würden Sie das beurteilen, bevor ich den Kriminologen frage? Vor 2 Tagen hätte ich so beantwortet, aus Worten werden keine Taten. Meine Frau hat etwas gesagt, was unbequem war für mich. Da könnten Taten raus werden. Und ich weiß, bisher bezogen auf eine Einzeltat, das ist keine Statistik. Ja, es können Taten folgen und die können Menschenleben kosten. Ja. Und allein deshalb plädiere ich dafür, zu sagen, wir brauchen auch gar nicht irgendwie eine Strafbarkeitsverschärfung zum heutigen Stand. Mhm. Ich glaube auch im Übrigen, dass Ihr Schritt richtig war, um das ausdrücklich zu sagen. Aber ich glaube, bei uns geht es eher um die Frage der niederschwelligen Sachen, die auch gar nicht in der Kriminalitätsstatistik auftauchen. Die Frage, wie gehe ich meinem Nachbarn gegenüber an, prozessiere ich gegen den oder spreche ich erstmal mit dem? Ja. Das ist so ganz niederschwellig. Oder in der Kommunalpolitik. Schreibe ich im Internet, der Ratsherr X oder die Ratsfrau Y ist ein Idiot oder der Bürgermeister, der ist ein Verbrecher, dass ich fordern kann, dass der abgelöst wird und darauf hinarbeiten kann, mit welcher Partei auch immer, dass der nicht mehr existiert. Das ist demokratisches Recht, das wollen wir ja, oder auch den Diskurs. Oder aber sage ich, der soll gefälligst erschossen werden oder sonst etwas. Wo ist da die Grenze? Und ich glaube einfach, wenn Sie mit Praktikern sprechen und der Städte- und Gemeindebund hat heute das, was ich im Prinzip gestern angesprochen hat, auch deutlich als Forderung adressiert. Wenn das nur das Problem von Andreas Holstein wäre, ich glaube, dann würde ich erstens hier nicht sitzen, weil in der Vorprüfung Sie eine andere Situation gekennzeichnet hätten. Und ich glaube auch nicht, dass der Städte- und Gemeindebund wegen meiner blauen Augen oder nur der Tatsache willen, warum ich angegriffen worden, sowas sagt. Das ist ein durchgehender roter Faden von Ost nach West und Nord nach Süd. Herr Pfeiffer, Sie wehren sich ja vehement gegen diese Zeile, die Gesellschaft ist zunehmend verroht. Ich hatte Sie mal zitiert, es ist der Bundesinnenminister de Maizière, der diese Zeile gesagt hat bei der Vorstellung der Kriminalstatistik des vergangenen Jahres. Das war im April. Warum glauben Sie nach all dem, was wir hier hören, dass es keine Verrohung gibt? Weil alle objektiven Daten, die wir erfassen, indem wir entweder Jugendliche seit 1998 immer wieder befragen mit denselben Fragen und wir sehen, ach, sie werden immer seltener Opfer von Gewalt. Ihre Ausländerfeindlichkeit ist nicht gestiegen, trotz all dieser Probleme. Die Integration von Ihnen so heftig angegriffene These, dass sich mit den Migranten gut leben lässt, das können wir empirisch belegen. 1998 waren in Hannover die türkischstämmigen Jugendlichen die größten Machos und die größten Gewalttäter. Und 41% pro Macho-Kultur, 31% Gewalttäter. Jetzt sind wir bei 10% Machos und 13% Gewalt. Sie nähern sich den Deutschen an. Das wird einfach nicht zur Kenntnis genommen in der öffentlichen Debatte, dass wir einen Rückgang von Konflikten in der Jugendszene haben. In der Erwachsenenszene ist das anders. Aber bei den jungen Menschen, die die Zukunft unseres Landes gestalten, sehen wir so viele positive Signale, die uns dann staunen lassen, was für ein Weltbild Sie zeichnen von der Integration der jungen Migranten. Sie kennen nun nicht mal die Statistiken des Bundeskriminalamtes am Migrantenkriminalität. Ja gut, dann sagen Sie doch wunderbar, dann kann was ich Ihnen letztes sagen. Jahr im Jahr 2016. Okay, dann machen sagen Sie das doch also einfach mal. Wir haben herausgefunden, Gewaltkriminalität. Wenn
von Moritz angegriffen wird, ist die Anzeigequote so, dass es in der Statistik landet, 13%. Wird er aber von Mehmet angegriffen, ist es 27%. Mehmet gegen Mustafa auch nur 10. Also aber Mehmet gegen den Igor, immer der Fremde, wird häufiger angezeigt. Und wir können beweisen, dass die Bezeichnung Kriminologe bei allem Respekt spottet jeder Beschreibung. Nein, lassen Sie mich bitte auch ausreden. Ich will nur sagen, die Fehlzeichnung, die Sie von den Ausländern als große Kriminalitätsgefahr ständig wiederholen. Sie haben von Statistik keine Ahnung, Herr Pfeiffer, mit Verlaub. Lassen Sie mich doch bitte reden. Das beruht zu einem beachtlichen Teil auf einer deutlich erhöhten Anzeigebereitschaft gegenüber jedem Fremden. Ist weltweit so, ist überall so. Und das Zweite, was ich betonen muss, ist die große Gruppe der Kriegsflüchtlinge, denen wir hier Chancen bieten. Die verhält sich nach Einschätzung beispielsweise des Polizeichefs von Braunschweig-Brava wie die einheimischen Deutschen. Ein Problem sind, und da mögen Sie recht haben, ein Problem sind diejenigen, die reingekommen sind und denen wir nicht sagen, ihr könnt hier bleiben. Und da müssen wir uns Rückkehrprogramme einfallen lassen. Ausweisung all dieser Menschen ist nicht die einzige Lösung. Haben Sie Widerspruch, Herr Fleischer? Ja, ich glaube, dass Sie einen Punkt verpassen, weil auch da ehrlich gesagt Ihr Instrumentarium als Wissenschaftler gar nicht hinreichen kann. Mhm. Den Fall, den Herr Holstein erlebt hat, ist ja so selten, dass Sie den statistisch gar nicht abbilden können. So. Gott sei Dank. Und da glaube ich, da passiert in der Tat im Augenblick was. Also Leute, was wir gerade besprochen haben, die ihre Nachrichten sozusagen aus den sozialen Netzwerken beziehen, das ist genau die das Gefühl haben, wir sind unter Belagerung, ein Angst- und Bedrohungsszenario, die in dieser Welt leben, die kommen irgendwann zu dem ich muss dieses Land schützen. Ja. Wir müssen was tun. Das ist ja, das ist evident in Teilen der Szene, das können Sie auch sehen. Und dass dann einige von denen ausflippen und das sozusagen das Recht in die eigene Hand nehmen, das ist dann, glaube ich, schon eine Auswirkung dieses Dauerkonsums schlechter Nachrichten. Und Herr Holstein hat ja auch das gesellschaftliche... Ja, also das ist ein Apokalypse-Gefühl. Und wenn Sie unter Apokalypse leiden oder das Gefühl haben, alles geht im Bach Das hat was mit den Algorithmen in den sozialen Netzwerken zu tun. Aber Holstein beklagt ja das gesellschaftliche Klima. Da geht es ja nicht immer um Straftaten. Ja. Und da glaube ich, ehrlich gesagt, dass es nicht unbedingt eine Verrohung gibt, sondern ich glaube, dass das, was wir auf den sozialen Netzwerken sehen, in unserer Gesellschaft schon immer angelegt war. Nur wir sehen es jetzt über die sozialen Netzwerke, weil Leute ganz neue Möglichkeiten haben, sich mitzuteilen. Weil es eine viel niedrigere Hemmschwelle zu überwinden gilt, wenn man in die Tastatur auf dem Computer irgendeine Bosheit gegenüber einem anderen reinhaut, den man nicht sieht. Die wenigsten, die das schreiben, würden sich doch trauen, demjenigen, an den es gerichtet ist, ins Gesicht zu sagen. Deshalb müssen wir uns über die Funktionsweise von sozialen Netzwerken unterhalten. Wir müssen uns auch darüber unterhalten, was das kommunikativ und auch was das gesellschaftliche Klima in unserem Land ist. Das eine ist die Wahrnehmung von Fakten und wirklichen Fakten. Ich muss Herrn Pfeiffer trotzdem noch eine Sache fragen, weil, und da springe ich Frau Weidel jetzt bei. Ja. Ein Teil haben Sie nicht erwähnt. Es gibt eine Gruppe von jugendlichen Einwanderern, Migranten. Ja. Das sind die jungen Männer, das sind die, die alleine hier sind. Junge Machos, die Sie nennen. Sie können aber nicht bestreiten, dass das eine Gruppe ist, aus deren Kreis heraus Gewalttaten passieren und die signifikant auch höher sind. Also ich verstehe schon, was Sie sagen, mit der wird da angezeigt, aber das ist sehr spitzfindig. Nein. Aber wenn jetzt jemand sich das anguckt und dann sagt man, ich sehe es doch auch und da passiert es doch, da ist es doch auch ein Fakt. Aber wenn wir über 15 Jahre türkischstämmige, russischstämmige Jugendliche beobachten und sehen, je besser die Bildung geklappt hat, je besser die integriert sind, von denen, die gerade jetzt da sind, von der Gruppe der jungen Männer, die machen gerade eine Studie, ich weiß, sie dürfen die Ergebnisse nicht verraten, aber jetzt sagen Sie mir nicht, dass wir da kein Problem haben. Aber natürlich haben wir eins, das betonen wir doch ganz deutlich und sagen, wir haben ein Problem mit denen, die reingekommen sind, hier aber keine Perspektive bekommen, bleiben zu dürfen, keinen Deutschkurs machen, keinen Praktikumsangebote kriegen. Die sitzen rum, sind verfrustet und haben jedoch nur die Chance, wenn sie bleiben wollen, illegal Schwarzarbeiter zu werden oder sich kriminell zu ernähren. Das kann doch nicht die Lösung sein. Also brauchen wir ein Programm, was über die Ausweisung hinausgeht. Denn die Ausweisung ist, die blockiert unsere Verwaltungsgerichte und ist ein teures, schwieriges Unterfangen. Man kann nicht Hunderttausende mit Ausweisungsverfahren rausschaffen. Aber dieses nochmal zu sagen, ist nicht unwichtig? Nein, wir plädieren für ein Rückkehrprogramm. Gut. Das ist die Lösung, dass wir denen Perspektiven bieten, wie sie zu Hause in Nordafrika, wo immer sie hergekommen sind, wieder Fuß fassen können. Die Ausweisungslösung, die als einziges bisher im Vordergrund steht, reicht nicht aus.
Gut, das habe ich jetzt verstanden. Die Frage ist, Frau Weidel, ob das tatsächlich etwas ist, worüber wir noch mal sachlich reden können. Denn das war der Ausgangspunkt unserer Diskussion. Man hat früher vielleicht erhitzt auch geredet über andere politische Fragen. Aber mit den neuen sozialen Medien an der Seite ist das offensichtlich nicht mehr möglich. Was kann sie tun, um die Versachlichung der Argumente auch als verantwortliche Bundestagspolitikerin jetzt zu gewährleisten? Mhm. Ich bin für diese Frage sehr dankbar, weil es in der Tat so ist. Wir sprechen nicht nur von Hasskommentaren im Internet, sondern wir sprechen von realer Gewalt auf unseren Straßen. Und da muss ich ganz klar sagen, dass wir eine Gewaltspirale in Deutschland haben durch Migrantenkriminalität, die sich überhaupt gar nicht von der Hand zu weisen lässt. Wir haben allein im letzten Jahr die Anzahl an tatverdächtigen Asylbewerbern in der Kategorie Mord, also wirklich Rohheitsdelikte, hat sich verdoppelt innerhalb eines Jahres. Ja, darüber müssen wir sprechen, klar. Herr Pfeiffer. Da hat der Innenminister darüber müssen wir sprechen. Ich habe Sie auch ausreden lassen, Herr Pfeiffer. Man merkt schon, Sie sind SPD-Politiker, weil Sie lassen einen nie ausreden. Und das gehört eben auch zur demokratischen Kultur, dass man miteinander Argumente austauscht, um nachher das Problem zu benennen, um gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. Geht aber nicht, wenn man aus einer Sendung rausläuft. Das ist eben der Punkt, warum wir ganz klar sagen, wir brauchen Grenzkontrollen. Wir müssen die Menschen und die Personenströme kontrollieren, die in unser Land hineinkommen. Und deswegen haben wir ja auch überlastete Verwaltungsgerichte beispielsweise, die auch mit diesen ganzen Asylbewerberanträgen gar nicht mehr weiterkommen. Verwaltungsgericht Wiesbaden braucht bei den ganzen Anträgen und Einsprüchen braucht allein 7 Jahre, um das zu bearbeiten. Und das ist die Konsequenz Ihrer absolut verfehlten Politik. Die habe ich gerade schon gesagt. Das hätte, aber Sie müssen einfach nur Recht und Gesetz einhalten. Nein, Sie haben, die habe ich sehr genau beantwortet. Nee, was war die Frage, was Sie tun? Die Lösung ist doch einfach nur Recht und Gesetz einzuhalten und nicht die Gesetze zu brechen. Gut, das ist eine Lösung. Vielen Dank, Herr Fleischhauer. Die Frage war tatsächlich, was können wir zur Versachlichung der Debatte beitragen oder dazu beitragen, dass eben bei diesem Thema nicht wieder alle Emotionen hochgehen. Jetzt ist die AfD im Bundestag. Es gibt vielleicht eine große Koalition. Ich war schon zur Versachlichung der Debatte beitragen. Das ist eine ganz neue Rolle für Sie. Wir haben die AfD im Bundestag. Ist das einfach gut, weil da jetzt eine Stimme sitzt, die dann einfach das, was da an Unmut ist auf der Straße, dann einfach in den Bundestag trägt und dann mit Herrn Maas, der da auch sitzt, konfrontiert? Gut, den Punkt habe ich ja eben schon gemacht. Ich finde es aus Sicht unserer Demokratie gut, dass sich eben Leute, die bislang nicht repräsentiert waren, jetzt im Bundestag repräsentiert sehen. Aber es entbindet, wie gesagt, auch, und deswegen, Sie sind da völlig ausgewichen, zum Beispiel die AfD der Frage, wie kann diese Partei dazu beitragen zu einer Versachlichung? Ich bin Ihnen ja ein paar Mal beigesprungen, nur, wenn ich auf AfD-Versammlung bin, und da werden Plakate hochgehalten mit den Köpfen der Politiker unseres Bundeskabinetts. Und da steht ein gefälschter Theodor Körner-Spruch nach dem Motto, Gnade euch Gott, wenn wir mit euch abrechnen. Und da werden alle so kleine Galgen gemalt. Und das hat überhaupt keine Konsequenzen auf der AfD-Veranstaltung. Da würde ich zum Beispiel das für mich, wenn Sie mich fragen konkret, schon mal einen Beitrag zur Versachlichung der Debatte, da mal einzuschreiten. Ich habe nur eine Frage noch an den Maas, die Große Koalition. Es hieß immer, sie macht die Ränder stark und schafft sozusagen Extreme, die dann möglicherweise dann auch sich radikalisieren. Wenn Sie das jetzt wieder eingehen, und da stehen Sie ja kurz davor, ist das eine Gefahr, die Sie sehen? Ja, wer das miteinander eingeht, das wird man sehen. Letztlich hängt das ab von der Politik. Ich glaube, dass die AfD, glaube ich, ist sehr stark gewachsen mit dem Zustrom von Flüchtlingen, weil man das sehr kompromisslos dann auch ausgenutzt hat und Menschen gegeneinander ausgespielt hat. Wir werden uns innerhalb des Bundestages darüber Gedanken machen müssen, wie dieses Land regiert wird. So eine große Koalition darf nie der Regelfall werden. Das wäre, wenn es jetzt noch mal eine gibt, die vierte Legislaturperiode, in der es dann drei große Koalitionen gegeben hat. So, wir haben aber gesehen, die anderen, die da zusammen regieren wollen, haben es nicht geschafft oder wollen nicht oder was auch immer. Und am Schluss bleibt es dann immer an der SPD hängen. Ich erlebe jetzt auch mit Freude, wie nett alle wieder zu uns geworden sind. Ja, bis auf die Glyphosat-Entscheidung. Ja, also, kommt denn diese große Koalition oder kommt letztlich wird das an inhaltlichen Fragen zu entscheiden sein. Entweder geht es inhaltlich oder es geht inhaltlich nicht.
Wir werden es sehen. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie heute das Fieberthermometer in eine überhitzte und auch eben zum Teil vergiftete Debatte reingehalten haben. Und ich freue mich, Herr Holstein, dass Sie leben. Das darf man einfach mal sagen, denn es war knapp. Auch. Herzlichen Dank fürs Kommen. Ich wünsche, dass jedem Kommunalpolitiker und jedem Ehrenamtler so unangetastet bleibt. Ich glaube, das ist, und auch jedem Feuerwehrmann und jedem Ordnungsamtsmitarbeiter, ich glaube, das ist das Wesentliche in diesem Land, ungeachtet politischen Streits. Vielen Dank für Ihr Kommen. Vielen Dank für Ihre Diskussion. Vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Das war es für heute. Nächste Woche zur selben Zeit, also zur selben Stelle. Jetzt sind die Kollegen des Nachtmagazins da. Schönen Abend.